Die Ausgangslage war klar. Göpp gegen eine oberklassige Mannschaft. Jetzt in diesem Fall war es Nazi Asur. Träumen war erlaubt. Das habe ich auch meinen Jungs gesagt. Wir würden von 10 Matches vielleicht kennen. Aber wenn es einigermaßen beim Gegner nicht läuft und wir eine Top-Leistung bringen, kann es vielleicht in 20 Mal ein Match geben, wo wir gewinnen. Und der 20. oder der 1. Match aus diesen 20. Den haben wir heute eigentlich holen. Und die Jungs haben das über weite Strecken sehr gut gemacht. Sie haben mit Herz gekämpft, sie haben Leidenschaft gezeigt. Erste Halbzeit nach 15 Minuten waren wir nur mit 4 Go im Rückstand beim Resultat 15-9. Und es hat Spass gemacht. Es hat wirklich Spass gemacht. Gute Stimmung war. Am Schluss ist natürlich der Oberklassige auch mit seinen individuellen Fähigkeiten oben aus. Aber nichtsdestotrotz, wir sind absolut zufrieden mit dieser Leistung. Wir haben uns wie auf jeden Gegner vorbereitet. Das heisst, wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Was natürlich der grosse Unterschied war, ist, dass hier eine ACA-Mannschaft kommt. Aber unser Grundkonzept, was wir in der Verteidigung und auch im Angriff spielen wollten, haben wir von dem her nicht müssen ändern. Sauer ist bekannt, dass sie natürlich in der Verteidigung gerade auf eine offensive Deckung mit einem vorgestellten Spieler setzen. Und entsprechend haben wir uns das vielleicht noch ein bisschen näher angeschaut. Aber das Grundsetting war wie vor jeder Meisterschaft mal schon. Abschlusstraining gut vorbereitet am Donnerstag. Und dann ein Tag Regeneration und dann geht es meistens los am Samstag. Wir wussten nach der ersten Halbzeit, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr allzu fest auf das Resultat schauen müssen. Das war klar. Sur hat sich hier einen beachtlichen Vorsprung erspielt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns vorgenommen, nochmal die zweite Halbzeit positiv zu gestalten. Endresultat 21-37 hat das dann auch bewerkstelligt. Unter dem Strich super zweite Halbzeit gewesen. Man darf sicher hervorheben, Urs Ogier, der uns hier nochmal mit seinen herrlichen Goals auch nochmal auf die 20-21 Goals geschossen hat. Wie gesagt, alles in allem eine super Teamleistung. Ja, es ist natürlich super, wenn man vor so einem Publikum spielen kann. Das zeigt es auch in der Meisterschaft. Kreuz Matzdammer wird mehr und mehr wieder zu dem berühmt-berüchtigten Hexenkessel. Die Mannschaft profitiert von dem ungemein. Wir haben jetzt die Ausgangslage, dass wir nach wie vor vorne um die ersten zwei Ränge mitspielen dürfen. Und der nächste Showdown ist bereits am Donnerstag. Da haben wir Muttital zu Gast. Muttital ist auch in dieser Dreiergruppe zusammen mit Emmen, die sich hier noch um die zwei ersten Plätze bemühen. Und es geht ein absolut Spitzenspiel. Der Sieger von diesem Match macht sicher einen grossen Schritt Richtung Finalrunde. Und wir werden alles geben. Natürlich wieder mit der Hoffnung von unseren tollen Fans, die zahlreich werden erscheinen, dass wir hier die zwei Punkte in der Kreuzmatte behalten können.